An diesem Wochenende wird eine Schlacht toben. Willkommen in den grünen Bergen Österreichs, wo 1970 erstmals ein F1 Grand Prix ausgetragen wurde. Seither fand der erste große Preis auf der 2014er Version der Rennstrecke statt. Dem Red Bull Ring. Ein Spektakel. Der Red Bull Ring ist der Inbegriff einer Motorstrecke. Die Fahrer haben einen steilen Anstieg bis zur Kurve 3 vor sich. Danach geht es mit breiten Kurven und Geraden rasant bergab. Es gibt hier viele Überholmöglichkeiten, vor allem durch die drei DRS-Zonen. Die Saison ist ungefähr zur Hälfte vorbei und wir fragen uns, was den Teams wohl noch bevorsteht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Legen wir los! Und damit herzlich willkommen zum großen Preis von Österreich. So, dann schauen wir mal, wie wir reinkommen. Ich tippe auf Top 10 auf jeden Fall. Also zumindest Gasly. Vielleicht schafft es auch Piastri. Die Trainings liefen gut. Demzufolge habe ich sehr gute Hoffnung, dass das funktioniert. Aber erstmal tauschen wir hier natürlich alles aus. Zack, zack, zack. Dasselbe machen wir natürlich noch schnell bei Piastri. Oh, Motortechnisch, er hat schon den dritten. Ich muss schon den dritten einbauen. Ah, krass. Na komm. Du kriegst einen neuen. Werden wir erstmal nicht ändern können. Wir werden bald Strafen in Kauf nehmen müssen. Ich muss mal gucken, auf welcher Strecke ich das mache. Das Getriebe stimmt, hat er im letzten Rennen ja zerstört. War da auch schon das letzte drin. Ja gut, du hast jetzt volle Power auf jeden Fall. Aber er ist auch bloß bei 53. Es ist einfach... Okay, irgendwie dieses Jahr ist komisch. Aber Österreich ist ja Halbzeit. Ne? Also irgendwie... Ist schon hart. Okay, wir spulen mal ein bisschen vor. Gucken uns mal an, was Russell so fährt. Also ich denke mal so eine 1.03 musste fahren. Um hier auf jeden Fall reinzukommen. Die Runden sind schön kurz. Das heißt, wir können uns hier also wirklich easy bis 10 Minuten Zeit lassen, ehe wir die das erste Mal rausschicken. Das ist gar kein Ding. So, Russell fährt eine 1.035. Genau. So, ja, deshalb eine 1.03 würde ich sagen, musste fahren. Um in die Top 10 zu kommen. So, Leclerc hat auch komplett freie Baden. Gucken wir mal, was er so macht. Verstappen kommt dann. 1.030. Hui. Ah, Album Vettel, auch alle gar nicht so bad. Tatsache. Verstappen nur minimal schneller. Das war eine gute Runde von Leclerc, glaube ich. Weil auch hier ist natürlich Red Bull wieder weit vorne. So. Schick die mal raus. Okay, das war schon lange nicht mehr gesehen, dass wir das gezeigt haben. So, Tsunoda, Ocon. Okay, und raus auch jetzt mit Gasly. Dann fahrt mal eure Runde, Leute. Also, ist so völlig kurios, wann die irgendwie alle rausfahren, ne? Faszinierend irgendwie. So, Ocon wird jetzt Piastri auf jeden Fall stören. Aber wir sind viele lange Gran. Ah, genau am Anbringspunkt. Ah, Gasly, okay, du hast eine freie Runde. Hat auf jeden Fall nicht gestört. So, Piastri. Auf 8. Ah. Aber nur ganz wenig, Leute, ne? Ganz, ganz wenig nur vor Albon. Das ist knapp. Das ist knapp. Aber ja, Top 10 mit Piastri wird halt schwierig. Ist hier noch irgendwas hinter? Hamilton ist auf jeden Fall noch hinter. Der wird auf jeden Fall Piastri überholen. Die anderen 5 hier unten. Ach ja, Sainz habe ich auch noch. Ja, okay. Aber gut, aktuell geht es ja erstmal nur um Q2. Das wird er erreichen. Das wird nicht das Problem werden. Ich bin immer überlegen, ob ich Gasly überhaupt nochmal rausschicke. Wobei Magnussen nur 0,6 langsamer war. Okay, was fahrt ihr jetzt hier? So, ein Sainz ist rüber. Jetzt auch ein Stroll, jetzt auch ein Norris. Jetzt fehlt nur noch Bottas. Also Gasly hat eine halbe Sekunde Vorsprung.
Ganz ehrlich, Gasly fährt nicht mehr raus. Ich spare Reifen, damit ich mit zwei frischen Sätzen Q2 bestreiten kann. Den schicke ich nicht mehr raus. Aber Piastri muss auf jeden Fall nochmal raus. Da würde ich mal sagen, geh los. Fährst du irgendwann mal raus? Boah, als ob. Ach Quatsch, ich habe die ganze Zeit Gasly gehabt, da ist er ja. Sorry, ich bin ein bisschen geschlafen gerade. Ja, ist hinter Stroll. Das ist eigentlich nicht so geil, dass der hinter Stroll ist, weil Stroll ist langsamer als Piastri. Da haben die Räder blockiert. Schumacher blockiert. Okay, aber der ist weit hinten, das ist egal. Okay, aber Bestzeiten auf jeden Fall. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gute Zeit, Piastri. Gute Zeit. Also so ein Zehntel, anderthalb Zehntel, zwei Zehntel vielleicht können die rausholen, aber eine halbe Sekunde finden die nicht. Ja, guckt mal hier. Sind auf drei Zehntel, vorher waren es fünf. Ja, also zwei Zehntel gehen, aber eine halbe Sekunde finden die nicht. Da müssen wir nicht nochmal rausschicken. Ach ja, es gibt ja theoretisch Regen. Wann regnet das? Verdammt, da muss ich drauf achten. Nicht, dass es jetzt anfängt zu regnen. Wir lassen euch so auf jeden Fall da. Zack, go. Wann ist denn der Regen? Stopp. Hier. Okay. Ab wann? Wir haben. Weiß ich, welche Uhrzeit haben wir jetzt? 16.55 Uhr haben wir jetzt. Das heißt, in 7 Minuten fängt es an zu regnen. Na, dann würde ich einfach mal behaupten. Go. Ich lasse dich ein bisschen vorfahren und go. Mhm. Setzt mir mal bitte mal noch eine Zeit, Leute, bevor es hier mit Regnen beginnt. Da könnten wir natürlich beide reinkriegen. Wenn die das jetzt noch schaffen. Ja, in 4 Minuten fängt das hier nämlich an, richtig zu schiffen. Piastri easy, Gasly sieht auch gut aus. Ja, könnten beide hier auf Sainz und Perez auflaufen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie noch... Laufen die auf? Nee, wahrscheinlich... Nee, die laufen nicht auf, oder? Nee, weil die geben jetzt Gas. Nee, die laufen nicht auf. Okay, eine 1036 und 7. Okay. Und jetzt bitte in 2 Minuten Regen. Das wäre toll. Spul mal ein bisschen. Also, wir haben unsere Zeiten. Further rain expected. Jetzt fängt es an zu regnen. Wir sind auf Platz 3 und Platz 6. Okay. Nice. Ja, dann muss ich klipp und klar sagen, die Zeiten werden nicht mehr geknackt. Dann können wir mal vorspulen. Ja, 60% Regen, das regnet noch bis hinten durch, ne? Ja. Damit sind Russell und Leclerc raus. Sehr schön. Q3 mit beiden Fahrern. Wetter spielt wieder mit. Ah, Wetter und Safety Car. Da ist die KI noch ziemlich dämlich. Zum Glück. Das können wir noch nutzen. Jetzt fahren die alle mal raus. Ja, viel Spaß bei dem Wetter. Oh, ich habe was getrunken. Ja, Mensch, Leute. Spulen. Wir fahren hier definitiv nicht mehr raus. Die spulen ihr Programm ab. Okay, Platz 3 und Platz 6. Und Startstrafen für Albon, Tsunoda und Hamilton. Interessant. So. Regnet das noch? Es ist wieder komplett bei Null. Also in einfach 5 Minuten hat es also wieder so zack aufgehört zu regnen. Okay. Okay. Behindert, aber okay. Gut, wir haben 2 Sätze. Ja, das ist natürlich nice, dass wir 2 Sätze haben.
Aber bei dir nicht. Bei dir haben wir nur den einen Satz. Ja, okay. Das heißt, du... Ach, warte mal, ich will erstmal kurz das Wetter angucken. Reifen wechseln dauert nur 20 Sekunden, das geht schnell. Und stopp. Okay, jetzt regnet es nicht mehr. Gut, dann wechseln wir bei Piastri. Welchen nehmen wir? Wir nehmen den hier, bitte. Bestätige in 8 Sekunden. Ja, das passt. Achso, Pause. Wegmachen, bitte. So, Piastri schicke ich zuerst raus. Schicke ich auch gleich raus. Da muss ich jetzt nicht mehr großartig jetzt warten. Bin ich Quatsch. No further rain. Eng hat aufgehört, ja, ich weiß, die Strecke ist auch trocken. Das 5 Minuten kann da viel ausmachen in diesem Sport. So, und jetzt schicken wir mal Gasly raus. Versetzt. Aber eigentlich so versetzt, dass sie sich nicht in die Quere kommen sollten. Da müsste die gepasst haben bei Piastri. Perez sollte da jetzt nicht so ein großes Hindernis gewesen sein. Gasly sollte auch freie Bahn haben. Das sieht erstmal gut aus. Safe fahren nur 1.039. Naja, 2 Zehntel, 1-2 Zehntel sind da auf jeden Fall drin. Ne? Vor allen Dingen, weil der Grip auf der Strecke momentan nicht so gut ist. So, was fährt Gasly? 1.03826. Das geht auch schneller. Okay, dann kommt mal rein. So, frische Reifen bitte. Und hier bitte frische Reifen. Als ob die alle langsamer sind. Jetzt haben sie sich dazwischen schon auf Platz 4 und 6. Warum ist denn das so? Na gut, die Mercedes sind nicht mehr dabei und ein Ferrari ist rausgeflogen. Okay, klar. Gasly ist best of the West, ja. Ja, klar. Das wäre normalerweise 7., aber dadurch, dass die anderen 3 da sich in Q2 aufgehangen haben am Regen. Platz 4. Sainz ist, naja, schwierig, aber theoretisch sogar machbar. Und Magnus ist wieder der Letzte. Er ist doch zum Brechen. Schafft ihr nochmal eine Verbesserung? Wie viel brauchen... Piastri braucht nicht viel, der braucht nur 40.000stel. Dann ist er vor Albon. Aber eigentlich müsste von Bottas noch was kommen. Aber wir haben natürlich schön einen neuen Motor, ne? Auf einer Motorenstrecke ist natürlich an sich nicht verkehrt. Sieht aus, als würden die Reifen blockieren. Achso, Piastri hat verkackt. Ja, gut. So, fährst du nochmal schneller, Gasly? Nee. Bleibt bei Platz 4 und bleibt bei Platz 6. Magnussen hat es auch nicht hinbekommen. Na gut, aber 4 und 6, Leute, das ist eine richtig geile Ausgangssituation. Podium, wieder mal. Klar, warum nicht, ne? Haben gute Motoren, neue Motoren teilweise drin, unter anderem Piastri. Haben wir natürlich richtig Leistung jetzt hinter, ne? Die Zeit ist reif für den Kampf. Es ist Renntag. Das Qualifying ist für Williams gut gelaufen, wie man an der aussichtsreichen Startposition sieht. Das stimmt diesmal wirklich. Jetzt geht es darum, im Rennen den richtigen Rhythmus zu finden. Mercedes hatte im Qualifying eine Reihe von Problemen und steht am Beginn des Rennens nicht wie erwartet weit vorne. Aber alles ist möglich und sie werden sicherlich jede Gelegenheit, die sich bietet, beim Schopfe packen. Und der Himmel ist heute grau und wolkenverhangen. Eine effektive Reifenstrategie könnte im Verlauf des Rennens Gold wert sein. Und Österreich steckt immer voller Überraschungen. Wer weiß also, was uns hier am Red Bull Ring erwartet. Okay, aber regnen wird es nicht. Es wird trocken bleiben. Medium hart, ne? Hart, Medium ist eine Sekunde schneller. Okay.
Hard Soft hinten raus. Weil die harten Reifen halten wirklich sehr, sehr lange durch. Das habe ich im Training mitbekommen. Da ist, ich glaube, es war sogar Gasly. Der ist 50 Runden mit den harten Reifen gefahren. Der ist halt wirklich in Runde 35, 36 seine persönliche Bestzeit gefahren. Also dieser harte Reifen funktioniert halt wirklich auf jeden Fall so knapp 40 Runden funktioniert dieser harte Reifen. Deshalb werden wir damit mal starten. Der funktioniert sehr, sehr lange. Und wir machen mal nicht ganz so krass. Wir machen mal nur das hier. Wir machen mal einen tiefer. Ich will mal nicht mehr, weil der Reifenvorteil von den anderen kommt nachher später. Legen wir mal los. Es ist dann etwas. So, springen wir. Ich will jetzt anfangen. Die Zuschauer sind bereit, die Wagen auch. Es ist der große Preis. Da sind die zwei blauen. Wir können die sehen. Das ist ja geil. Die Ampel ist aus und los geht's. So, Platz 4 gehalten. Das ist ja schon mal viel wert. Wer ist denn auf welchen Reifen gestartet? Hart, hart, teilweise medium. Piastri hat einen überholt. Sehr schön. Wird nicht angezeigt, ist also quasi direkt beim Start passiert, wenn man so möchte. Die Räder haben wohl blockiert. Okay, wir setzen das jetzt schon runter. Also wir fahren noch ein bisschen mit erhöhten Motorleistungen. Das werden wir noch machen. Das ist auch nicht schlimm, wenn Gasly nicht dranbleiben kann. Das ist vollkommen fein. Ist hier irgendwas mit Regen? Nee, bewölkt. Aber Regen eigentlich nicht. So, Moment. Gucken wir mal ganz kurz Intervall. Okay, Gasly wird wahrscheinlich zu Sainz verlieren. Ja, ist raus aus der Sekunde. Okay, wir müssen uns Piastri angucken. Wir müssen uns Piastri angucken, weil die hinter einem jetzt DRS haben werden. Magnussen wird jetzt, ja, ja. Oder hat sich aber schön abgedrängt. Hast du gut gemacht. Ah, jetzt kommt er. Ja. Keine Chance. Na gut, die haben die Medium-Reifen, ne? Bei Magnussen aber nur. Und Vettel noch. Haas mit einem Überholmanöver. Ja, das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen, das haben wir gesehen. Jetzt haben wir aber DRS. Kommen wir jetzt ran. Toll. Können uns ransaugen. Oh, er bremst sich direkt daneben. Hat aber nochmal DRS, das natürlich super ist. Weil der Haas dadurch nicht mithalten kann. Das war ein Überholmanöver von Williams. Ich muss hier mal auf ausgewogen machen. Da haben wir den ganzen D-Zug hier so ein bisschen aufhalten, ne? War die schnellste Runde bisher? Stimmt gar nicht. Die schnellste Runde hat aktuell Hamilton. Das ist eine Lüge. Ah. Jetzt wird er sich Gasly schnappen. Gasly hat es nicht geschafft, da wegzukommen. Im Rennen ist Piastri dran an Gasly. Schießt euch einfach nur nicht gegenseitig ab. Oh, da kam schon wieder der Joe ein, Alter. Fährt doch direkt neben ihm, ne? Ja, der ist direkt daneben und hat ihn überholt. Dammit. Oh, weit ab von der Linie. Wir gucken uns das mal von außen an. Okay, jetzt haben wir nämlich Sainz noch mit reingezogen. Okay, also das ist hier halt wirklich ein Pulk, was mit Leclerc endet. Erst hinter Leclerc ist eine kleine Lücke und zwar zu Russell. Hat sich da etwa jemand gedreht? Naja, es geht um Platz 3, aber du kannst bis 9 durchgereicht werden. Also das ist halt leider eine große Spanne. Oh, Gasly kam wieder ein bisschen weg. Aber Sainz ist noch dran. Ah, er ist halt noch im DRS-Fenster. Hat Sainz auch ein Problem? Also gefühlt ist der doch sehr langsam. Piastri jetzt nur noch auf 7. Ferrari rückt um eine Position vor. Okay, naja gut. Ich werde vorspulen, Leute, weil das ist hier Bäumchen wechsel dich.
werde euch dann das Ergebnis mal mitteilen, so vielleicht in 10 Runden. Mal gucken, wie es so läuft. Also bis gleich. Okay, Piastri hat sich nicht mehr halten können. Er ist auf Rang 7, 8. Ja, ich sag mal so, der ist in diesem hinteren, in diesem Viererpulk hier mit drin. Ja, überholt gerade Vettel. Also von 6 bis... Wie weit geht denn das hier nach hinten? Bis Russell. Ocon ist wieder weg. Also von 6 bis 9 ist das eine Pulk. Aber Gasly hängt hier vorne und kämpft mit den Ferraris und mit dem Red Bull von Perez. Das finde ich schon ziemlich nice, dass Gasly hier vorne mithalten kann. Vor allen Dingen, er zieht sich dadurch gut weg, weil er jetzt schon 10 Sekunden Vorsprung hat. Weil die sind einfach mal schneller hier, die Red Bulls und die Ferraris. Und durch das DRS wird er die ganze Zeit mitgezogen. Er kommt auch nicht vorbei, er ist auf Platz 5. Aber er hängt da halt dran. Also er ist da wie eine Klette hinten dran. Das ist natürlich perfekt. Ja, oh, Abstand wird hier auch immer größer. Ja. 10 Sekunden, 11 Sekunden teilweise gerade schon. Haas überholt. Also Top 5 für Gasly sieht gut aus. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Wir sind hier vorne... Na, wir haben zweimal sogar Medium-Reifen hier vorne. Wer kommt da von der Linie? Und in seinem Pulk sind auch zwei mit Medium. Na, müssen wir mal gucken. Ich weiß halt noch nicht, ob ich... Haas mit einem Überholmanöver. Eventuell halt auf Softhead wechsle. Was von der Linie abbekommen? Russell überholt Piastri. Schaden am Unterboden. Ich glaube, er ist gering. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Hier passiert so viel. Permanente Überholmanöver. Ich würde halt gerne. Zeigt er mir Gasly an? Mach mal Pause. Wir haben hier einen geringen Schaden. Am Unterboden wurde gesagt, ne? Okay, mit dem geringen Schaden kannst du aber weiterfahren. Aber ich habe es jetzt da oben gerade nicht gesehen. Wo ist ein Gasly? Hier. Er hängt aber noch an Sainz dran. Also da kann er noch mithalten. Um eine Position vor. Sainz überholt Gasly. Okay, warte mal, das gucken wir uns mal an. Vielleicht ist dadurch irgendwas passiert. Aber der überholt den einfach mit DRS auf der Geraden. Ist jetzt nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Gasly hat ja schon wieder zurück überholt, oder auch nicht. Ach, dammit. Aber jetzt hat er kein DRS, ne? Sondern, ja, Sainz hat DRS. Okay, dadurch, dass die beiden sich jetzt hier mal ein bisschen gekabbelt haben, haben wir ein bisschen Zeit verloren. Russell kommt jetzt hier mit 8 Sekunden. Der ist raus aus dem DRS-Fenster. Okay, dann beobachten wir das mal. Ob Russell näher kommt. Verstappen fährt jetzt in die Box. Das war ein Überholmanöver von Williams. Und der kommt vor Russell raus? Nee, kommt er nicht. Uha. Das ist ein Unfall. Mehrere Autos sind verwickelt. Keine Ahnung, wer genau. Safety Car oder sowas? Weil Safety Car wäre jetzt noch nicht so geil. Auf Medium-Reifen schaffen wir das noch nicht. Tuschiert. Unfall sehen mit mehreren Autos. Was ist da passiert? Schauen wir mal genau hin. Konzentrieren wir uns auf Tsunoda. Tsunoda. Okay. Gegen... Da hat es ordentlich gekracht. Das schwer zu sagen. War ein Alpha. Bottas hat eine Strafe bekommen. Also war es vielleicht Bottas. Okay, Leclerc in der Box. Safety Car gab es nicht. Leclerc sind wir auch vorbei. Okay, na wir ziehen uns hier mit Sainz auf jeden Fall lang. Und Russell halten wir auf. Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Ah, so auf die 8 Sekunden bleibt erstmal. Piastri auf 6. Also wir sind eigentlich ganz gut positioniert. Ricciardo weg. Fast der Slot. Schnellste Runde. Nicht schlecht, Gasly. Das meine ich halt, ne? Wie so irgendwann hier in Runde 35, wie ich vorhin schon gesagt hatte im Training, der wird immer schneller. Klar, begünstigt sicherlich, weil der mit DRS von Sainz gezogen worden ist. Hundertprozentig. Und da kommt der Sainz wieder und dann prügelt er euch jetzt hier wieder weiter. Er hat jetzt DRS und zieht wieder weg, aber
Verstappen kommt ran. Ja, die sind schneller, sie kommen ran. Aber nicht in Riesenschritten. Also es hält sich in Grenzen, Tatsache. Man muss allerdings sagen bei Verstappen, dass der natürlich nicht mehr in die Box muss. Ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Aber so langsam kommt wahrscheinlich das Boxenstoppfenster. Aber dieser Reifen ist noch bei 60%. Also bis 50% ziehen wir diesen Reifen auf jeden Fall runter, bevor wir wechseln. Solange der noch gut funktioniert und wir an Sainz dranbleiben können. Wir machen das auch ein bisschen davon abhängig, wie es bei Sainz halt aussieht. Wie sehen denn die Reifen von denen aus? Ja, auch bei 60%, 62%. Ja, okay, also die Reifen sind ähnlich. Das ist auch schon lustig. Also, Williams und Ferrari sind anscheinend ein gutes Duo. Die ziehen sich gegenseitig. Sainz und Gasly und Leclerc und Piastri. Schöne Zweierteams. Finde ich nicht schlecht, aber es gibt mehrere Zweierteams. Der einzige, der hier so ein bisschen alleine fährt, ist Perez vorne. Ansonsten immer schöne Zweiergrüppchen. Hier hat man mal wieder Tsunoda so ein bisschen einzeln. Ja, und dann hier hinten kommt halt das Pulk. Okay. Ansonsten immer schön Zweiergeschichten und die geben sich immer schön DRS. So, das Zeitfenster ist jetzt offen. Ja. So, ja. Hol einfach zurück, ist doch kein Ding. Und wieder zurück, okay. Zeitfenster heute die deutsche Steuer. Ja, ja, warte mal. Ich will mal ganz kurz. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Kann ich noch so schnell reagieren, wenn der jetzt in die Box fährt? Okay. Das wäre schwierig geworden. Ich weiß aber nicht, ob ich den undercutten kann. Also 30 Runden müssten wir dann noch bringen auf den gelben. Das sollte jetzt nicht das Ding sein. Verstappen kommt auch von hinten. So. Oh nein, du warst vorne, oder? Warst du vorne? Nee, du hast DRS. Er nicht. Bleibst du schön dran. Und überholst ihn. Kommst du vorbei? Das ist bei 56%. Ich würde schon gerne noch eine Runde fahren, weil irgendwie das Ziehen ist halt ganz nice, dass die sich hier gegenseitig ziehen. Ja, Verstappen. Verstappen kommt. Wie sieht das so vom Wetter her aus? Alles gut. Geht der in die Box hinter mir? Oh, tut er. Er geht in die Box. Okay. Reicht, dass du das jetzt tust, gehe ich jetzt hier auf volle Möhre. Option Boxenstopp. Ja, Medium bitte. Du kommst in dieser Runde. Box, Box. Piastri lasse ich noch eine Runde länger, bevor ich ihn dann hole. Aber ich könnte bei Piastri jetzt auch mal wieder ein bisschen Sprit einsetzen zumindest. Und zumindest das hier machen. Und ja, komm, lass mal ein bisschen erst rausballern. If you've got any pace left, it'll be good now. Copy. Full deploy. Copy. Okay. Einfach mal ein bisschen ballern. Kommt ja auch an Perez vorne ran. Auf jeden Fall nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Soeben hat Williams eine neue Position gut gemacht. Also das können wir mal wieder so machen. Copy. Ja, in der Box. So, wo ist Sainz? Der Full White Line Perimeter. Wo ist Sainz? Ach, da ist Sainz. Oder? Ne, das ist Leclerc. Wo ist denn Sainz? Da hinten ist Sainz. Okay, ja, perfekte Boxenstopp-Strategie. Ja, du kommst jetzt auch rein. Das ist auch in Ordnung. Das machst du auch. Das ist ein stonking lap. Okay. Okay, so Box ist lap. Schnellste Runde Piastri. Nicht schlecht.
Da kommt Sainz. Ah, okay. Er ist hinten dran. Aber er ist vor Sainz erstmal. Aber Sainz muss sich gerade da mit dem Alpine rumprügeln, was ich nice finde. Setz mal erst ein, Gasly, damit du ein bisschen wegkommst. Ich lasse dich das mal ganz kurz einsetzen. Du gehst mal auf neutral hier wieder. Er ist vor Sainz. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Der Ocon, Alter, der muss jetzt aber auch langsam, oder? Ja, der muss auch langsam in die Box. Der kann nicht mehr lange draußen bleiben. Kommen wir weg von Sainz? Wir kommen nicht wirklich weg von Sainz, ne? Nee, nee, wir kommen nicht weg. Der bleibt halt dran. Da müssen wir uns jetzt die Reifen auch nicht kaputt machen. Wir gehen jetzt hier auf ausgewogen, hier auf neutral. Dann machen wir hier wieder dieses DRS-Spiel. Bei Gasly machen wir DRS-Spiel. So, und bei Piastri... Da müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Der hat auf jeden Fall nichts vor sich und nichts hinter sich. Deshalb kannst du auf jeden Fall mal ein bisschen aggressiver fahren und auch ein bisschen Sprit verballern. Ferrari rückt um eine Position vor. Ja, genau, ihr macht ja vorne das Spielchen wieder so. Und Piastri wird jetzt halt versuchen, irgendwie Magnussen fernzuhalten. Wie sieht Magnussen aus? Magnussen ist auf harten Reifen unterwegs. Aber eigentlich... Die Frage ist halt, warum sollte er das tun eigentlich, ne? Ja, wir könnten... Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Aber wir müssen eigentlich gerade nicht. Wir gucken uns die Intervallschichten mal an. So, Gasly und Sainz haben sich wieder gefunden, die beiden. Piastri fährt komplett alleine. So, und die beiden ziehen das sich hier wieder. Überholmanöver von Williams. Ja, ja, okay. So, das ist ein schönes Duo. Und ich werde das jetzt aufsparen, bis auf die letzten 5 Runden vielleicht. Oder die letzten 3 Runden. Und dann werde ich halt alles rausfeuern, was ich habe mit Gasly. Damit er Sainz hinter sich lässt. Mal gucken, ob ich es irgendwie so getimed bekomme, dass er die Überholung hier hinten an der Kurve macht. Weil hier im Mittelsektor ist quasi das Überholen nicht möglich. Und da gibt es auch keine DRS-Zonen mehr. Abseits der Linie. Was? Ist Piastri irgendwo weggerutscht? Sieht da so aus, ne? Von der Linie abgekommen. Ja. Sehen wir mal, was da passiert ist. Piastri ist rausgerutscht. Jetzt sehen wir hier den Williams. Und abgedrängt. Da gibt es wahrlich keinen. Ja, gut, das ist aber ein okay. Er hat vielleicht 2 Sekunden gedauert. Okay. Aber Vettel kommt jetzt, ne? Was hat Vettel für Reifen? Hat die harten. Eigentlich müsstest du schneller sein. Theoretisch müsstest du schneller sein, Piastri. Okay, Boxenstopp sind durch, hat sich ein bisschen beruhigt. Sainz und Gasly ziehen sich gegenseitig. Piastri erstmal stabil wieder auf Rang 8. Aber Ocon muss noch. Eine neue Position gut gemacht. Schauen wir mal. Springen wir mal ins letzte Dritte. Also bis gleich. So, die letzten 8 Runden. Und Piastri wird langsam eingeholt. Was ich nicht geil finde. Das heißt, ich werde bei Piastri mal ein bisschen Druck machen, dass der mal ein bisschen schneller fährt. Ja, die haben halt DRS. Wir sind doch bei Perez immer wieder mal so bis auf 1,2 Sekunden teilweise rangekommen. Aber jetzt hat Gasly auch den Anschluss verloren. Jetzt müssen wir auch hier... Okay, ja, gut. War's denn mit Gasly? Also Platz 5 und Platz 7. Wir hauen jetzt nochmal alles raus, was wir so ein bisschen haben. Und hoffen wir, dass wir auf diesen Plätzen reinfahren. Na gut, aber wir haben Mercedes wieder hinter uns gelassen. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding, ne? Darf man nicht vergessen. Wir sprengen die Top 3 auf und wie es aussieht, ist momentan Mercedes das Team, was für uns erreichbar ist. War schon im letzten Rennen so, jetzt wieder.
Also Top 3 am Ende dieser Saison wäre insane. Also damit habe ich nicht mal im Ansatz oder hätte ich nicht mal im Ansatz gerechnet. Also ich hätte vielleicht so Platz 5, Platz 6, ja, vielleicht. Da habe ich schon ein bisschen gehofft, dass wir in diese Richtung kommen, aber dass wir in die Top 3 kommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut, es waren jetzt zwei Rennen, ne, auf dem Teppich bleiben. Das waren zwei Powerstrecken auch, wo der Motor halt wirklich wieder extrem gefragt ist. Da sind wir halt gut auf solchen Strecken. Wir haben halt eine ganz gute Endgeschwindigkeit und kommen gut durch schnelle Kurven. So, aber Gasly. DRS is currently disabled. DRS ist nicht verfügbar. Virtual Safety Car. Ja, nee, die Box geht hier auf gar keinen Fall. Aber ihr werdet das wegmachen und das wegmachen. We want to leave court, please. Copy. Fahrt mal normal weiter. Virtuelles Safety Car rettet uns gerade ein bisschen den Arsch, kann das sein? So, da ist Verstappen. Der geht jetzt in die letzte Runde, richtig? Endet bald. Okay, wir haben noch eine Runde. Letzte Runde. Virtuelles Safety Car endet. VSC ending. Muss Piastri, ja, Piastri sollte auch. Also wir kämpfen beide. So, heads down, focus. Ja. Wir kämpfen beide gegen die Mercedes. Ey, wieso hatten der DRS auf? Ein Unfall mit mehreren Autos. Gelbe Flagge. Auf hat's geknallt. Diese Reifen werden nicht lange halten. Was? Mehrere Wagen haben einander touchiert. Sehen wir uns das genauer an. Ach, Hamilton und Piastri oder wie? Oh! Piastri ist zu weit raus und hat sich... Naja gut, was soll er jetzt machen? Also... Ja, du fahr jetzt einfach irgendwie übers Ziel, Piastri, ne? Also... Sonst kann ich bei dir jetzt nicht mehr machen. Warum hat denn der DRS? Das ist doch unfair. Pass auf, dass du nicht von der Linie abkommst. Ja. Setz alles ein, Leute, Jungs. Los, alles. Alles. Das DRS ist einfach krass. Werden wir nicht mehr vorbeikommen, oder? Ja, er hat halt die roten Reifen, ne? Der hat halt echt einen Reifenvorteil. Ja, wir ballern jetzt mit Gasly, wir geben jetzt hier alles, aber der wird nicht mehr vorbeikommen. Shit. Der hat den Reifenvorteil gehabt zum Schluss. Mann, und Piastri hat mich gerade voll abgelenkt. Max Verstappen geht als erster über die Linie und gewinnt. Wie sieht das jetzt hier bei dir eigentlich aus? Checkered Flag. Okay, du gurkst hier irgendwie auf thanks, guys. Rang 9 rum. Gasly ist 6. Okay. Dann haben wir jetzt einen Mercedes haben wir geschlagen. Und er schleppt die Karre hier irgendwie über die Ziellinie. Okay. Immerhin. Noch 2 Punkte mit dir noch, Piastri. Schnappst du Flag. Ja, schon wieder Turbulenzen hier zum Schluss. Boah. Tja, Pierre Gasly griff dieses Wochenende nach den Sternen. Na gut, okay. Wir vergessen das mal mit den Top 3, ne? Das ist ja dann nicht vorgekommen. Ja, die haben nämlich einfach mal volle 16 Punkte geholt und nicht nur 10. Also die sind ja nochmal abgehauen. Aber der 4. Platz, den zementieren wir gerade so ein bisschen. Bei den Fahrern, genau. Ach Gott, Alter. Okay, jetzt sehe ich mal, wie weit die weg sind. Ich habe da nie hingeguckt. Vergesst das mit den Top 3. Habe ich nicht erwähnt. Schneide ich auch nicht raus. Habe ich einfach nicht erwähnt. So, okay, Gasly mit 44 Punkten. Und Piastri hier unten. Ja, 12 Punkte mittlerweile schon Vorsprung vom 5. Alpha. Schon fast 20 vom McLaren. Und der Rest
Da muss schon viel passieren. Das läuft, Leute. Das läuft. Also Vierter in der Konstrukteur-WM ist absolut möglich. Platz 3 ist nicht möglich. Die sind viel zu weit weg. Vergesst es. Wie gesagt. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Wochenstart und ich hoffe, wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Und ja, mal schauen, wie es dann abläuft. Platz 4 ist mittlerweile absolut realistisch. Bis dahin, haut rein. Tschüss.